Wenn es so wäre, hätten wir schon vor 1967 Frieden gehabt, als es keine einzige Siedlung gab. Israel hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Siedlungen geräumt, zum Beispiel auf dem Sinai und im Gazastreifen. Nach dem Gazastreifen war der Rückzug aus dem Westjordanland geplant. Doch die Hamas startete von Gaza aus dem Raketenterror auf israelische Dörfer und Städte. Das Risiko, dass so etwas auch in Westjordanland passiert, war viel zu groß. Meine Damen und Herren, das Thema Iran beschäftigt uns gerade wieder besonders. Anfang dieser Woche haben die Iraner damit begonnen, den Reaktorkern des Atomkraftwerks Bushehr mit nuklearen Brennstoff zu bestücken. Offiziell, um dort demnächst Sturm zu erzeugen. In unseren Augen ist dies nur ein weiterer Teil der verdeckten Programmes zur Entwicklung von Atomwaffen. Auf diesem Kongress muss ich nicht betonen, welche Gefahr eine Atommacht Iran vor Israel, aber auch vor den Frieden in der Welt darstellen würde. Das iranische Regime unternimmt jetzt schon alles, um eine friedliche Lösung im Nahen Osten zu torpedieren, zum Beispiel durch die Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah oder andere radikaleren Elemente und Staaten. Der Iran versucht, seinen Einfluss im Nahen und Mittleren Osten zu vergrößern und die Region zu dominieren. Das ist die Tatsache. Das ist vor Ländern wie Ägypten, Jordanien, die Golfstaaten und Saudi-Arabien Anlass zur Sorge. Die moderaten arabischen Kräfte und Israel teilen die Einschätzung, dass die Ambitionen des Iran extrem gefährlich sind und dass der Iran gestoppt werden muss. Natürlich ist Israel beim Thema Iran sehr sensibel. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind 65 Jahre vergangen und wieder gibt es einen politischen Führer, der offen antisemitisch ist. Der iranische Präsident lügnet immer wieder der Shoah und immer wieder sagt er öffentlich, dass Israel von der Landkarte verschwinden muss. Liebe Freunde, ich glaube, dass Ahmadinejad meint, was er sagt und dass er sagt, was er meint. Und ich frage mich, wie sollen wir mit diesen direkten iranischen Drohungen gegen Israel umgehen? Meine Damen und Herren, abschließend musste ich mit einem Blick auf die deutsch-israelischen Beziehungen. Ich bin froh, sagen zu können, dass unsere Beziehungen sehr gut sind. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Doch wichtig ist, dass wir in den Kernfragen übereinstimmen. Im März 2008 haben wir Regierungskonsultationen aufgenommen. Das hat meiner Ansicht nach die Beziehungen zwischen unseren Ländern auf eine neue Ebene gehoben. Die dritte Runde der Konsultationen wird übrigens um 31. Januar 2011 in Jerusalem stattfinden. Doch vorher stehen noch zwei wichtige Besuche auf dem Programm. Außenminister Guido Westerwelle hat gerade eine Einladung an Viktor Liebermann für die kommende Woche nach Israel angenommen. Und Ende November wird Bundespräsident Christian Wulff nach Israel reisen. Um die Beziehungen zu Deutschland weiter zu intensivieren, plant Israel im kommenden Jahr ein Generalkonsulat in München zu eröffnen. Wir sind in Frankfurt.
Das war mein Traum von meinem ersten Tag als Botschafter in Deutschland an. Und wer weiß, vielleicht öffnet meine Nachfolger ja ein Konsulat hier in Frankfurt. Wichtig ist, dass die deutsch-israelischen Beziehungen nicht nur zwischen Regierungen bestehen. Sie müssen vor allem zwischen den Menschen beider Länder bestehen. Und hier, liebe Freunde, kommen Sie alle ins Spiel. Bitte schauen Sie sich einmal um. Schauen Sie auf die hunderte Menschen in diesem Saal. Sie sind die Freunde Israel in diesem Land. Sie repräsentieren die ganze vielfältig unserer Beziehungen. Sie sind die Gestalter. Sie machen die Beziehungen lebendig und Sie alle sind auf Ihre Art auch Botschafter Israels in Deutschland. Ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass meine Kollegen in der Botschaft und ich Ihre Unterstützung habe. Dafür danke wir Ihnen. Sie als Freunde Israel werden mit zustimmen, dass in einer Freundschaft auch manchmal Emotionen im Spiel sind. In unserem Fall kann das zum Beispiel bedeuten, dass es Diskussion zum Thema Kritik an Israel gibt. Lassen Sie es mich deutlich sagen. Es ist selbstverständlich, dass Israel auch in Deutschland kritisiert werden darf. Auf sachlicher Ebene, auch das ist klar. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, jeder, der die israelische Medienlandschaft kennt und jeder, der weiß, dass wir in Israel über 7 Millionen Ministerpräsidenten haben, muss diesen Hinweis für überflüssig halten. Scharfe Debatten und harte Kritik gehören zu unserem Alltag. In Israel wird in einer Art und Weise diskutiert über politische Entscheidungen, über die Regierung, über den Friedensprozess, über das Thema Integration, dass es sich mancher Deutsch nicht einmal verstehen kann. Ich bin absolut überzeugt davon, es darf in einer Demokratie keine Tabus geben. Unsere Streitkultur ist etwas, worauf wir Israelis wirklich stolz sein können. Bei uns kommen die Themen offen und direkt auf den Tisch. Sicher, diese Offenheit tut manchmal auch weh. Doch das Wichtigste ist, Israel ist ein demokratischer Staat. Und wir müssen unsere Demokratie unter alle Umständen verteidigen, gegen alle Widerstände und in einer feindlichen Umgebung. Was nun die Kritik unter Freunden angeht, ich denke nicht, dass dies das Hauptthema einer Freundschaft sein sollte. Das Erzstück einer Freundschaft sollte vielmehr gegenseitiges Vertrauen sein. Ohne zu pessimistisch klingen zu wollen, wir merken, dass die Arbeit der Freunde und Unterstützer Israel schwieriger wird. Umso mehr müssen wir jetzt zusammenstehen. Umso wichtiger ist dieser Israel-Kongress. Liebe Freunde, zusammen haben wir schon viel erreicht. Doch es liegen auch noch wichtige Aufgaben vor uns. Eine meiner größten Sorgen ist die Diskrepanz zwischen der klaren Unterstützung Israel durch die Bundesregierung und dem negativen Israel-Bild der Öffentlichkeit. Sie wissen es, die Umfragewerte Israel in Deutschland sind zum Teil erschreckend. Das ist ein Problem, um das wir uns gemeinsam kümmern müssen.
Wir in Israel bauen auf Ihre Hilfe, um die Situation mit Kreativität und Information Schritt für Schritt zu verändern. Liebe Freunde, ich hoffe, dass positive Impuls von diesem Israel-Kongress ausgehen werden. Und ich wünsche mir, dass ein solcher organisationübergreifender Kongress ab jetzt in regelmäßig abständig stattfinden wird. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder und dann bringt jeder von Ihnen noch 5 Freunde mit. 10, macht das 10. Denn es ist doch so, wenn jeder denkt, dass die anderen es schon machen werden, wird er nicht funktionieren. Schon vor 2000 Jahren sagte Rabbi Hillel Azaken, Im lo ani mi, im lo achshav ematai, wenn nicht ich, wer dann, wenn nicht jetzt, wann sonst? Toda rabba, vielen Dank und Shalom. Was? Ich gebe ein Programm in der